Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gideon Online Challenge mit fast allen aus dem Team Pietz mit, der Sepp fehlt heute leider, aber trotzdem mit dabei, der Jay, der Bram, der Christian und ich, der Peter. Und hallo. Heute geht's mal wieder Räuber und Gendarm Classic Style, heißt, einer fährt weg, die anderen verfolgen ihn, der Wegfahrende hat weder Map, also hat keine Map, ich fahre als erstes weg, genau. Der hat 30 Sekunden der Vorsprung. Der nicht. Und dann dürfen die anderen ihn jagen und töten und wie auch immer. Und wer am längsten überlebt, hat gewonnen. Seid ihr denn soweit? Ja, ja. Dann läuft meine Zeit in 3, 2, 1, go. Und ja, ich habe 30 Sekunden Beinchen Vorsprung. Gestellt, ey. Peter, du hast was verloren. Peter, da liegt aber auf der Straße. Willst du das nie mitnehmen? Nein, will ich nicht. Ich will abhauen. Nicht. Du sagst uns auch Bescheid, wann wir gehen. Ja, 15 Sekunden habe ich jetzt. Also habe ich jetzt. Ich muss euch ja Bescheid sagen, weil ihr selber wisstet ja nicht. Ja. Guckt ihr mal den Wummerbrummer, den 24. 27, 28, 29, jetzt. Geil. Ich nehme den schwarzen. Nimm ich den weißen. Du Sau. Das ist der Porsche. Ich nehme einfach irgendwas. So, der Fliehende darf sich nicht wehren, er darf nur fliehen. Die anderen dürfen angreifen. Fliegen ist wiederum nicht erlaubt, weder für die Angreifenden noch die Fliegenden. Jeder fährt einfach die Hauptstraße lang. Oh, Aua. Wir spielen aber schon im Team, wir drei, ne? Ihr drei seid ein Team, ihr solltet euch. Also, ihr könnt euch gegenseitig töten, wenn ihr möchtet. Fährt straight die Straße lang. Solltet ihr aber nicht unbedingt. Ein Try. Das Angebot ist sehr verlockend. Jay zu töten. Ich finde das auch empfehlenswert. Das hast du gesagt. Ich habe gar keinen Namen gesagt. Ach so. Wieso ist der Porsche so fucking langsam? Porsche Schmorsche, ey. Ja, ohne Scheiß. Ich komme nicht mal an Bram ran. Mit was fährt denn Bram, wenn ich sagen darf? LKW. Okay. Wenn er natürlich Unfälle macht, ist das natürlich doppelt schlecht. Oh. Warum fährt der LKW nach rechts, Junge? Sind wir denn schneller als er? Was fährt Peter denn? Wir sind langsamer als er. Oh, das ist natürlich optimal. Ja, bis Problem zur Stadt ist, müssen wir jetzt auch nicht verfolgen. Ja, bis zur Stadt will ich auch kommen. Das ist für mich das Wichtigste. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, weil über den Berg kommst du eh nicht schneller rüber. Der schnellste Weg zur Stadt ist die Scheißstraße. Ist so. Ja. Hashtag ist so. Wohin genau? Oh, da ist ein Truck. Davon soll ich die Hecktür aufsprengen. Das sagt mir zumindest ich darf nur keinen Unfall bauen. Das ist das Wichtigste. Problem ist, ich fahre teilweise an Autos vorbei, die schneller sind als der hier. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, einfach stehen zu bleiben und den schnelleren zu nehmen. Das kostet viel zu viel Zeit. Ja, weiß ich Christian, nicht, Boxenstopp ist niemals gut in der Formel 1. Die machen die nur, weil die müssen. Können wir uns wenigstens irgendwie so gegenseitig Windschatten geben oder so? Ja, genau. Habe ich auch probiert. Klappt nicht. Okay, ist echt eine Frage, ob die mir näher kommen oder nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Ich kann da nicht nachgucken. Also, ja, dann doch, von der anderen Seite ankommen. Dafür muss ich Escape drücken. Ja, wobei, warte mal, ich fahr mal. Hey, Moment, wo ist das jetzt hin? Kann man denn weiterfahren mit Escape? Ich war doch gerade hinter dir. Nee, du rollst dann. Aber das heißt, ihr seid gerade voll. Das kriegt ihr überhaupt mit, wenn ich jetzt woanders bin? Also, probiert doch mal. Ich würde nicht sagen, dass Peter so viel schneller ist als wir, aber so wie wir den einholen, haben wir den. Vielleicht irgendwann in der Stadt mal. Ja, okay. Kommt nicht so viel schneller ran. Wenn Peter in die Stadt fährt, ist es sein Tod. Warum das denn? Weil ich glaube. Okay. Ah, gucken wir mal. Ist das dein Tod? Ist das dein Tod? Ist das dein Tod? Das ist dein Tod. Alter, ey, man kommt halt nicht näher an ihn ran, ne? Ja, Jay ist da echt schon ein bisschen abgeschlagen. Was ist denn da los? Ja, ich hatte zwei Unfälle. Ja, fährst aber nur einen Porsche. Ich hatte zwei Unfälle. Das war ein bisschen belastend. Einer hat mir die Vorfahrt. Aber was ist denn für ein verrückter Busfahrer? Ich krieg von Bram auch keinen Windschatten. Das ist echt belastend. Wir fahren das gleiche Auto. Scheiße, ich kenne mich noch nicht gut genug hier aus. Gleich. Von der Seite ankommen. Scheiße, mit welcher Taste macht man die Karte nochmal groß? Die unten links kann man auch groß machen. War das N? N ist Quatsch.
Y, oder? Nee. Jo, Y. Zweimal drücken. Christian! Ja, ich hab Y gedrückt! Alter, hast du dich abgedrängt? Na, warte mal, ich guck mal ein bisschen. Peter Boah, ist auf dem Weg zum Santa Monica Pier. Ich bin gar nicht sicher, auf welchem Weg ich bin. Der fährt einfach im Kreis, Boys, da kriegen wir den nie. Ah, ich bin schon gerade dran gekommen, weil er fährt nicht mehr über der Autobahn. Schon wieder hat mir wer die Vorfahrt genommen. Die Vorfahrt? Du fährst mit 200 durch die Stadt. Alter, schon wieder! Ich guck mal ein bisschen, also ihr fahrt ja. Du musst einfach nur doppelt nach Norden abgebogen. Peter ist nach Norden abgebogen. Peter ist schon wieder auf dem Weg zu. Oh fuck. Was ist denn das? Unfall! Ich bin recht nah dran. Der ist oben nordwestlich von Beverly Hills. Ah, ich geb Gas. Alter, Mann, ey, der Porsche ist so scheiße. Dann nimm dir doch endlich mal ein anderes Auto. Du hast schon drei Unfälle gebaut. Die Zeit dafür hast du doch. Ja, wenn ich mal ein besseres Auto noch finden würde, würde ich das machen. Der ist jetzt in den, der ist jetzt in hier jo. Beverly Hills drin. Peter. Ja. Ich bin auf der gleichen Straße wie du. Okay. Ja gut, das war der auf der Autobahn auch. Ja, okay, so meine ich das nicht. Das kann nicht wahr sein, ja. Der fährt jetzt gerade wieder raus aus der Stadt. Ich glaube, der will hoch zu. Alter, wo fahr ich hier lang? Ja, der fährt Richtung Merryweather. Boah, Alter, wie kommt man denn da schnell hin? Das gibt's ja überhaupt nicht. Einfach nur perfekt fahren. Ich fühle mich wie Baby Driver, Junge. Hast du auch so Mucke in den Ohren gerade? Nee, leider nicht, weil das ist ja ein bisschen schwierig immer bei GTA. Boah, ich dachte gerade kurz, da kommt einer von euch. Oh. Oh. LOL! Ja. Oh. Ich brauche ein neues Auto. Das ist richtig schlecht gerade, ey. Jo. Das hat auch. Peter, warte mal kurz. Nee, weit war nicht, wa? Ich fahr schon schöne 7 Minuten, sag ich mal. Christian ist doch in Beverly Hills irgendwo drin, ey. Der ist sofort wieder an dem Ort, wo wir angefangen haben. Ja, das stimmt. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Einmal schön die Runde gemacht, Junge. Boah, das wäre richtig krass, wenn ihr mich verarscht hättet und da jetzt gleich einer steht von euch. Ich habe ja keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, Peter, ja, genau das haben wir getan. Da sind wir. Peter, jetzt gleich bin ich bei dir, vor dir. Das ist eine fucking Garageneinfahrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Motor kriegt diesen blöden Telefonanrufe. Das wird noch einen Ticken dauern, glaube ich, bis wir dich haben. Das finde ich gut. Das wird noch ziemlich lange dauern, bis wir ihn haben. Ja, ich weiß, auf der Ringstraße, wie soll man den noch einholen? Ja, weiß ich auch nicht. Mehrere Leute unterschiedliche Richtungen, am besten nicht alle hinterher. Ja, aber wir sind ja halt alle bis in die Stadt hinterher gefahren. Ja. Das war nicht klug. Wo ist denn der mittlerweile? Der sitzt sofort an einem Ort wieder. Das ist gut. Oh mein Gott, ich bin tot. Nee, doch nicht. Oh, was denn selbst? Wenn du stirbst, bist du nee. Tot, oder? Nee. Nee, nur. Wenn ich sterbe, jetzt bin ich tot. Okay. Jawohl, jetzt bin ich irgendwo in der Walachei. Kiki. Oh, jetzt ist er in die Berge gefahren. Was ist das schlecht, Mann? Was heißt die Berge? Es gibt mehrere. Mount Chiliad, die Richtung. Ich sehe zumindest Mount Chiliad. Aber den kann man leider von überall aus GTA sehen. Außer aus Los Santos. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, ehrlich gesagt. Da falle ich den halben Berg runter, Mann. Also ich habe nicht den Sepp gemacht, ja? Ich bin gestorben.
Alter, du bist wirklich gestorben. Möchte ich an der Stelle mal einmal sagen. Ja, ja, ich möchte hier nicht an irgendwelche fiesen Vorurteile angewendet werden. Er fährt gerade zu dem Flugplatz. Ja, da ist er vom See. Das ist gut. Dann habe ich ihn gleich. Ja, genau, da habe ich ihn gleich. Lass mich doch trash-talken. Andere Chance haben wir nicht, um ihn zu verunsichern. Boah, das ist nicht das perfekte Auto für diesen Untergrund, muss ich sagen. Der nördliche Flugplatz. Da, wo wir immer unsere GTA-Challenges sonst gemacht haben. Dieser. Der vor dem See, ja, wobei. Oder der unbeliebte von uns, den wir nie nutzen. Nee, der obere schon. Der ja, über dem See. Je mehr ihr drüber labert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Peter nicht dahin fährt. Ja doch, er kann gerade nicht viel anderswo hinfahren, weil er an der nördlichen Seestraße lang fährt. Müsste ich den doch jetzt sehen? Ja, da tut er auch. Da ist er. Oh fuck. Alter Vater. Christian, das ist genau richtig, wie du fährst. Ach. Mein Gott. Ihr seid ein gutes Team, muss ich sagen. Ja, ohne Scheiß. Ja, Jay gibt dir gute Tipps und du sagst einfach nur. Genau, Alter. Jay und. Wieso verrät er meine Position? Wo ist denn das eine Positionsverratung? Hey, du hast doch selber gesagt, du fährst zum fucking Airport. Ja, das hab ich nicht gesagt. Vielleicht noch die Polizei am Hals. Mein weg! Wow! Der hat verfehlt! Das kann nicht wahr sein! Lol, und jetzt hat mich einer platt gefahren. Nein! Christian, du warst unsere einzige Hoffnung! Wo bist du denn? Ja, nein! Macht, war. Der eine ist von der einen Seite gefahren, der andere ich von der anderen Seite. Ich hab ernsthaft mit der Raketenwerfer verfehlt. Ah, guck mal. Soll ich jetzt nicht schreien? Ha, nur weil ich ein bisschen mit dem Raketenwerfer geballert hab. Oh, das ist nicht gut. Nein! Da, Mann, doch! So, ja, Christian, ich hab wenigstens was gemacht. 12:09. Ja, nice, Jay. 12 Minuten, 9 Sekunden. Alter, ey, das war richtig schlecht von uns, Mann. Aber ich glaube, der Start war aber auch nicht schlecht. Ja, das war stark von ihm. Also ich meine, da hatten wir wenig Möglichkeiten, weil es gab nur zwei Richtungen, mehr oder weniger. Ja, dann, kann ich theoretisch abhauen. Ja, dann, gönn dir. Okay, dann... Verdammt, das ist auf 3, 2, 1, go. Lauf! Ja, wir müssen da gehen. Komm, da fallen jemand um, fallen jemand um, fallen jemand um. Alter, das war knapp. Nein! Ich muss hier weg. 20 Sekunden? Also die Autoauswahl ist hier aber nicht so prickelnd wie eben. 26, 27, 28, 29, 30. Auf geht der Spaß. Bleib stehen! Okay, du nimmst den. Nimm den roten. Oh, das war vielleicht nicht die beste Waffe dafür, scheiße. Nein! Stell dich um! Alter, der dreht sich nicht um, ich raste aus. Oh, der hat einfach mal gerade ein Kopfgeld gekriegt. Shit. Wie sieht man denn ganz gut? Nein! Oh, weißt du was? Der hat die Bullen gerufen? Echt jetzt? Für bester einen Autodiebstahl? Boah, wenn man die Karte nicht hat und den Weg nicht kennt, ist das belastend. Alter. Okay. Ich hab die Bullen am Arsch.
Lol, ist der Polizeiwagen direkt gedespawnt? Oh nee. Fuck my life. Ich bin gleich tot. Ich komme vor wie bei. Wie hieß er denn? Auf dem Highway ist die Hölle los. Mit. Was ist denn der noch? Magnum. Tom Selleck. Oh nee! Oder? Nee, das war nicht Tom Selleck. Das war ein anderer Spann. Panik hier schon die ganze Zeit rum, Alter. Ah, jetzt sind wir ja gewohnt. Ja, das stimmt. Also ich hoffe, ihr seht, was ich vorhabe. Ich mach Trials gerade. Immer ja. Wisst ihr was? Das war dumm von mir. Okay, ich dreh wieder um. Ich guck nochmal kurz. Toni, geh mir die auf den Sack. Oh nee, nicht schon wieder überschlagen. Nein! Bis dahin. Wer ist er denn hier? Oh. Nein! Ah, da. Okay, ich mach was anderes. Jo, okay. Warum teilt ihr euch jetzt so klug auf? Warum haben wir das gerade nicht gemacht? Das finde ich Weil nicht okay. Weil du gerade im Team warst. Das ist doch einfach eine Unverschämtheit. Ja. Ich hab dich nur flamen hören gerade. Ja, weil ich schlecht war. Aber du lebst jetzt auch schon ganz schön lange. Scheiße, das ist ja Bram. Oh nein. Ja, das ist okay. Der macht doch nix. Kannst du natürlich kaputt machen. Ja, doch, mal wohl, warte. Ich bin schon ausgestiegen, wollte mich hier hinstellen. Moment, was? Bin ich? Oh, fuck me. Die Polizei am Sack zu haben, sackt richtig hart. Ja, die sind hartnäckig, die Boys. Ja. Mal kurz überlegt, stehen zu bleiben, einen abzuknallen, die Karre zu nehmen und dann hast du noch mehr am Hintern. Dann kommt der Hubschrauber, das ist auch nicht so geil. Das ist jetzt wieder Kacke. Ja, Motor aber wohl nicht. Hey. Was seid ihr denn? Und. So. Oh mein Gott. Jetzt bin ich nicht mehr Baby Driver. Jetzt bist du nicht Baby Driver, sag ich. Nee, jetzt bin ich ein Noob. Hat doch keine Musik mehr. Ja, hatte ich gerade auch nicht. Nee, nicht, das ist ein Radio. Ja, aber den Beat, Junge. Ein Herzschlag, wie ein Weltempfänger in dem Auto. Ach, ihr scheiß Bullen, ey. Geh mir doch nicht so hart, komm. Sack, wie stressig seid ihr denn drauf? Das ist Musik in meinen Ohren. Peter, erzähl mir mehr. Oh, der hat wieder umgedreht, der Sack. Ja, ja. Der fährt wieder zur Autobahn. Ja, ich dachte mir, da ist keiner. Bislang zumindest aus meiner Sicht. Wo zur Hölle ist der? Oh, oh. Ob das was wird? Alter. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Das ist doch echt scheiße, wo ich gerade bin. Dankeschön für den Wagen. Den nehme ich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ey Jungs, ihr verfolgt den nur noch zu zweit. Warum? Weil ich mitten in der Walachei mein Auto gegen Baum gefahren habe und das nicht mehr umdrehen kann. Das hört sich gut an. Geil. Ich kann nur noch laufen. Christian ist auch ein Baby Driver. Christian ist einfach nur Baby. Hier, selbst wenn ich mich hier kille, werde ich halt irgendwo auskommen. So. Das ist doch geil. Wo seid ihr denn gerade? Das wollte ich nur einfach koordinieren. Ich fahr einfach nicht mehr. Ja. Ram hat Probleme. Geht. Ach, Peter ist auch noch meilenweit weg. Okay. Wo fährt Jay denn hin? Jay fährt zu so einem Industriegebiet. Westlich von der Autobahn ist der.
Also links von der Autobahn. Jetzt fährt er wieder auf die Autobahn. Er fährt wieder auf die Autobahn. Der ist da, wo die Züge, glaube ich, sind. Fuck, wo seid ihr? Da fährt er der Wagen. Das ist so neben der Autobahn, ist so eine kleine Straße. Oh, was war das denn? Daneben, da fährt Jake. Das ist Blockade. Der ist gleich in dieser Baustelle, in dieser Sandbaustelle. Jetzt fährt er wieder Richtung Hauptstraße, ist stehen geblieben. Christian, du jetzt fährt er wieder Richtung Autobahn. Der ist jetzt gleich wieder auf der Autobahn. Auf der Autobahn jetzt. Oh! Auf der Autobahn. Jawohl, Peter. Nein! 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 Ja, Scheiße! Bitch! Fuck! Zeit 7 Minuten. Yes! Steht, müsste das sein. Scheiße. Du hast doch $7000 gekriegt. Ficken, ey. Ja, geht los. In 3, 2, 1. Los. Dö, dö, dö. Alter, fahr mich nicht um. Bei mir sieht ja nur den blöden LKW an. Bei mir auch. Kriegen wir hier nicht. Ja, ich fürchte auch, dass wir den nicht kriegen. Wie lange haben wir noch? Ewig, Peter. Jetzt dürft ihr los. Ich hab'n Obey. Warte. Oh nein, Bram ist mir voll vor die Winde gelaufen. Nice! Warum stellst du dich einfach vor das Auto und nimmst das? Ja, weil also, die am Anfahren sind und super schnell sind. Das ich fahr, tut mir echt leid. Ihr fahrt andersrum, ich fahr straight hinterher. Weil ich den schnellsten Wagen hab. Voll nice. Ich habe jetzt schon das letzte Mal geschafft. Also ich bin jetzt schon zufrieden. Ja. Ja, Straße. Hinterher, oh, da habe ich ja nichts zu befürchten, ey. Der auch schon einen abgeknallt hat, meinst du? Ja, den meine ich. Der immer schreit, oh nein, der hat mir die Vorfahrt genommen. So, wo ist er denn? Fährt in die Stadt. Indy! Genau. Fahrt einfach irgendwie über den Flughafen, dann ja, mit einer über die andere Autobahnseite und dann von allen Seiten. Pupsen wir ihn weg. Ey, Polizisten sind safe klüger geworden, ohne Witz. Warum? Als du? Das kann sein. Die kriegen mich echt gut ab. Yo, Alter! Hast du Stern gekriegt für mich? Christian kommt immer näher bei mir auf der Map. Also ich bin schneller als er. Ich habe 2 Sterne sogar, Bram. Ich weiß nicht, ob und inwiefern welche durch dich kamen. Ist nicht dein Ernst. Alter, das kann nicht wahr sein. Irgendeiner hat sich da gerade gedreht. Ja, Mr. Unfall natürlich. Ich glaube Christian. Mr. Unfall. Jetzt hat er mir den Reifen kaputt geschossen, oder was? Boah, nee. Ja, komm, Alter. Ist das belastend. Captain Unfall. Alter, wie viele Polizeiwagen die auch auf der Autobahn im Einsatz haben. Das ist ja der Shit. Pisst euch. Er ist Richtung Santa Monica Pier unterwegs, so ein bisschen. Shit. Oh, fuck me. Nein, Wasser! Nein, bitte nicht! Wasser, nein, bitte nicht. Bram, nur weil Duschtag ist. Ich werde erst auf. Ich bin in den Strömungen, ich komme nicht mehr in die Luft. Hast du die Polizei? Ich mach gerade Rafting. Ja. Der Fluss zieht mich einfach mit. Ich komme nicht an Land. Ich fahre im Wasser die ganze Zeit wieder hin. Hallo Christian, na? Oh, Unfall. Oh Mann. Der Unfallboy hat dich. Gleich. Nee, Scheiße, hat er nicht! Nee, noch nichts von. Ja! Jetzt hat er mich. Oh, das ging schnell! Schade. 3 Minuten 40. Sehr gut. Sehr gut, Jade. Bist du ihm einfach straight hinterher und warst einfach schneller? Ja, er ist mir entgegengekommen. Oh, lol. Irgendwann. Gut. Dann 3, 2, 1, bumm. Da, da, da. Du siehst doch schön aus. Komm mal. Ja, da kriegt er direkt einen Obey, der lecker. Gib mich mal Auto.
Der ist schnell geworden. Ja, das ist schon frech. Leute, das hat dich schon gestört, dass ich anvisiert habe. Ja klar, Peter. Steh da mit dem Raketen. So, was ist bei 20? Ne, scheiße. 24, 25, 26, na gut. 27, 28, 29, 30. Bleib stehen! Scheiße. Jay, du musst da ein bisschen mehr mit Gefühl rangehen. So zum Beispiel. Aua. Okay, ich habe ein langsames Fahrzeug, ich fahre einen anderen Weg. Ja. Jay, wo fährst Baby du Driver, give me the music! Ich tue meinen Weg einfach. Okay. Also ich fahre jetzt, ja, ich fahre wahrscheinlich auch, ich fahr auch einen anderen Weg, weil ich halt keinen lang, ich habe auch einen langsamen Wagen. So, also wir merken uns, umdrehen hat Jay und Chris gekillt. Egal was passiert, ich werde nicht umdrehen. Doch, der ist doch wieder zurückgefahren zur Straße und da kam Peter doch dem entgegen. Ja. Ach so, du meinst in dem Versuch. Ja. Nee, Alter, ja, umdrehen, ich weiß nicht. Ich wusste ja nicht, von welcher Seite der kommt. Oha. Er hätte ja einfach nur den Straßenblock weiterfahren müssen. Oh, Dude, Alter. Ich hab meinen Executive Assistant gerade aus dem Auto bezahlt. 300, hier bin ich. Ach, weg. Während der Flucht. Also, er fährt halt einfach die ganze Autobahn. Was hast du schon wieder gemacht? Er fährt die ganze Polizei. Er fährt die ganze Zeit rum. Jay ist gestorben. Der ist ja auch kein Problem. Im Zweifel teile ich mich halt auf. Bleib ich halt am Start stehen. Irgendwann kam Peter auch. Jay teilt sich auf, das finde ich nicht gut. Ich gebe zwei von dem. Wie so ein Blob. Ja, genau. Ist, der dann, ist der dann nur halb so böse, jedes Einzelne? Nee, bei Bu wird das viel schlimmer. Bram. Ja, musst du mal kurz gucken. Peter fährt richtig. Alter. Wo ist denn Bram? Der ist genau im Norden, der fährt einfach die Straße. Naja, lang. Der fährt einfach den ganzen Kreis. Also, das, was Peter macht, das ist schon ziemlich klar. Smart. Peter! Hat leider auch die Bullen am Sack. Ah, muss ich ja nur auf die Bullen. Oh, Moment, funktioniert das eigentlich? Ich fahre über den Chili Hut, falls er da jetzt abbiegen will in der Autobahn. Ja. Dass er da nicht lang fährt. Oh, nee, Moment mal, wir müssen mal ganz kurz. Von Norden kannst du da gar nicht dran, oder? Ja, du, Moment, nicht von Norden, aber er kann von Osten an, wenn er noch ein Stück weiter fährt. Ja. Dann kann er abbiegen, dann fährt er meinen Weg. So. Und damit er den nicht fährt. Weil Peter über die Autobahn fährt, andersrum, und du von der anderen Autobahn kommst, ist das eine ganz gute Zange, glaube ich. Hoffentlich. No! Vielleicht ist Bram aber auch sein eigener größter Feind. Ja, macht Bram sich aber auch vorher selber kaputt. Durchaus möglich. So, klappt das jetzt? Doch, hier geht das, oder? Und hopp. Mein Auto ist schneller, wenn der Reifen eingedreht ist, ne? Das ist viel Kurvenlage besser. Ja, ist besser. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Formel 1 macht das auch immer. Ja. Safe. Ist der noch auf der Autobahn? Ja. 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 Der kommt dir sogar schon fast entgegen. Der ist nicht auf der Autobahn, der ist auf den Schienen. Tschut, tschut! Scheiße, na gut, aber dadurch ist er halt nicht schnell. Auf den Schienen kannst du. Oh, der war schon ganz schön schnell! Auf den Schienen kannst du, glaube ich, mit Max-Speed fahren. Okay, er fährt nicht über Chili hat, ne? Nope, definitiv nicht! Der fährt ein Schienensystem. Okay, shit. Mal gucken, was passiert, wenn gleich ein Zug kommt. Ah, da kommt schon keiner. Über Schienensystem bin ich umgedreht, dann bin ich gestorben. Also Bram, ich würde einfach straight weiterfahren. Ja, ich fahr auch straight einfach nur weiter. Was soll ich denn sonst machen? Umdrehen, links oder der weiter rechts? Der fährt auf jeden Fall Richtung Stadt. Ja, Peter, hey, die Schienen zeigen halt nur in eine Richtung, oder? Naja, theoretisch in zwei. Achso, ja, nee, aber umdrehen ist ja keine Alternative. Das habe ich ja schon mal gesagt. Was ist das denn für ein Scheiß? Wo kann man denn hier langfahren? Die Straße hat sich geteilt und dann ist da einfach... Von der Autobahn kommst du... Oh. Hier ist Endstation! Das ist natürlich jetzt belastend! Oh, das ist eine Chance.
Der ist halt in irgendeinem. Wo ist er denn? Komm mal da hoch! Yo! Ist er auf so einer. Der ist in der Sandstrecke oder was das ist. Cool, der Helikopter schießt. Oh, Alter, schießt auf mich! Rein weg! Alter Junge! Moment! Ich muss da kurz da runter! Viel Spaß mit dem Bullen! Peter, mach ihn weg! Nee! Ich hab keine Reifen mehr! Ja, hab ich! Nice, Peter! Nice! Ja. Scheiße! Boah. Holy shit, ey! Wie lange? 5,33, 90. Boah. Klar! Damit hab ich gewonnen! Whoop, whoop! Geht's set! Nice one! Dankeschön! Puh, das war exciting. Das war in der Tat exciting. Das ist echt mega exciting gemacht. Ich weiß, von wo die Leute kommen. Ja, das ist echt geil gewesen, wie Bram da rumgesprungen ist und dann, wie erschrocken man immer ist, wenn Leute anfangen, auf einen zu schießen. Ah, oh, was für ein schönes Bild, die Sonne geht unter. Ja, das war mal wieder eine wunderschöne GTA Online Challenge. Ich hoffe, sie hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Lasst uns wissen und gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Was würdet ihr gerne sehen? Bis dahin, haut rein. Tschüss.